Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um das Haus Jambiszidenflitze und wie man hier bereits lesen kann, benötigt man dafür die Protoformsynthese, zudem aber auch noch einen Bauplan, weil es ist nicht gleich zu Beginn herstellbar. Dafür befinde ich mich jetzt hier im Gebiet Seraph Mortis bei etwa 7562, also hier auf der Insel vom Mausoleum. Da gelangt man hin, nachdem man im vierten Kapitel hat den Translokator repariert hat, also sobald man das vierte Kapitel hier einen neuen Pfad schmieden eigentlich ja abgeschlossen hat, sollte man da hin ohne Hilfsmittel kommen. Der Bauplan selber ist hier unten im Wasser und zwar ganz hinten. Es ist so, ich habe den bereits gelootet, weil ich den Kampf jetzt nicht noch mit einbauen wollte in den Guide. Aber hier hinten sollte man eigentlich, ja, in meinen Augen kampflos hinkommen, aber trotzdem kann dieser uralte Hüpfer ein wenig nerven. Der Bauplan selber ist hier unten im Wasser. Und zwar hier an dieser Stelle sollte der eigentlich sein, sobald man halt die Schmiede abgeschlossen hat, also sobald man Verständnis des Takobagen halt erforscht hat, zudem halt die erste Quest da mit Pokopok abgeschlossen, dann könnt ihr eigentlich ja diesen Bauplan hier unten sehen. Dann halt einfach looten, also eben normalerweise läuft man dahin, pullt den Hüpfer, ja, hat etwa so 2-3 Sekunden, um den Gegenstand zu looten und dann kann man hier wieder weglaufen, dann hat man halt hier die Quest, die uns dann zu der Schmiede führt. Denn die Ressourcen sind jetzt hier 250 Genesis-Partikel, die bekommt man ja von allen Gegnern von Seraph Mortis, zudem noch Schimmer des Fokus, die habe ich zum Beispiel von seltenen Gegnern bekommen, den einen von Soranus und den anderen noch von Hadeon, aber die sollten eigentlich bei allen seltenen Gegnern droppen, halt im unteren ja, Prozentbereich, also so 1-2%. Dann noch Ambisidengitter, da ist so, dass ich die hier bei Otiosen farmen könnte, also ich habe bereits einen bekommen, also da habe ich jetzt etwa 15, 16 Kills benötigt, um halt ja, das erste Gitter zu bekommen. Da würde ich halt am besten immer, wenn ihr wirklich gezielt diesen Gegner, also dieses Gitter haben wollt, halt die ganze Zeit in der Gruppensuche halt nach Otiosengruppen suchen, dann solltet ihr relativ schnell dann herankommen, also eben bei 15, 16 Kill war es bei mir, sollte etwas um die 10% dann sein. Und ja, dann müsst ihr einfach eben hier dieses Pad nur noch herstellen und dann habt ihr es bereits in der Sammlung. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, dieses Haus ebenfalls zu erlangen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!